Ja, in der letzten Folge hatten wir diese Aufgabe hier, wo es um den Preis von Stiften geht, die man sich zuschicken lassen will. Und wir haben hier eine einfache Möglichkeit gefunden, aus einem Diagramm heraus diese Kosten einfach abzulesen. Das war auch die Aufgabenstellung. Und wir beschäftigen uns mit der gleichen Aufgabe jetzt nochmal von der anderen Seite her. Hier wird nämlich nicht die Lösung mit einem Diagramm gesucht, sondern Max fragt sich, ob es eine einfache Möglichkeit gibt, die Kosten einfach als eine Gleichung zu schreiben. Das heißt irgendwie, dass er das ganz einfach berechnen kann, indem er einfach die Stückzahl eingibt und am Ende die Kosten rausbekommt. Auch sowas ist natürlich sehr wichtig. Dafür gehen wir einfach erstmal hin und schauen uns oben den Text nochmal an, die Aufgabe, was wir da rausfinden über die Kosten. Max will eine noch unbekannte Anzahl von Stiften kaufen. Das heißt, wir wissen nicht, wie viele Stifte das sind. Die sind also unbekannt. Und wir wissen aber von den Stiften, sie kosten pro Stück 2 Euro. Ja, 2 Euro pro Stück. Und dann wissen wir noch, dazu kommen einmalig für den Versand 4 Euro. Das heißt, die 4 Euro sind einmalig. So, das heißt jetzt, und das müssen wir uns vielleicht mal jetzt hier an diesem Beispiel ganz genau überlegen. Also, das Erste, was wir hier aus dieser ersten Zeile raus hören, die Anzahl ist unbekannt. Ja, wir wissen hier pro Stück 2 Euro und einmalig 4 Euro. Das gehen wir jetzt noch mal ganz kurz durch. Also, es ist scheinbar egal, ob ich 1 kaufe oder 100. So oder so kommen 4 Euro dazu. Und egal, ob ich 1 kaufe oder 100, jedes Stück kostet 2 Euro. Und ich weiß nicht, wie viel ich am Ende kaufe. Das heißt, ich muss mir überlegen, was ist denn das, was sich hier in aus diesen Informationen immer ändert. Und ich gehe mal hin und markiere mal das genauso. Also ich fange nochmal unten an. Ändern sich die 4 Euro? Egal wie viel Stück ich kaufe, nein. Das heißt, die bleiben konstant. Ändert es sich pro Stück, dass jeder Stift 2 Euro kostet? Nein, das ändert sich auch nicht. So, das Einzige, was sich ändert, das ist hier die Anzahl. Je nachdem, wie viel ich kaufe, das macht es aus, dass man mehr oder weniger bezahlt. Und immer das, was sich da ändert und das den Wert meines Ergebnisses verändert, das nennt man eine sogenannte Variable. Und in unserem Fall ist das in aller Regel die Variable x. Ja, wir nennen die dann x. Und wenn ich den Gesamtpreis oder die Kosten nachher haben will, die Kosten, dann bezeichne ich die in aller Regel mit y. Das heißt, ich muss irgendwie rausbekommen, wie hoch y ist, indem ich irgendeinen Wert für x einsetze. Und jetzt ist halt die Frage, und das ist das, was hier quasi in der Aufgabe drinsteht, das als eine Gleichung, später werden wir sehen, das nennen wir auch Funktion, zu schreiben. Das heißt, wie kann ich das jetzt ganz allgemein ausrechnen, wie hoch die Kosten sind? Ja, und dafür überlegen wir uns dann nochmal, was kosten denn 2 Stück? Also machen wir mal eine Beispielrechnung für 2 Stück und wollen mal sehen, wie würden wir das jetzt ausrechnen. Naja, jeder Stift kostet 2 Euro. Wir haben 2 Stück davon, also mal 2. Und dann kommen noch 4 Euro Fixkosten dazu. Das können wir ausrechnen. 2 Euro mal 2 sind 4 Euro plus 4 Euro sind 8 Euro.
heißt, zwei Stück kosten uns am Ende 8 Euro. Jetzt könnten wir dasselbe mal rechnen mit 25 Stück. Dann wären es immer noch 2 Euro pro Stück, aber wir brauchen nicht nur 2, sondern 25 und trotzdem kommen noch 4 Euro Versand obendrauf. So, 2 mal 25 sind 50 plus 4 wären 54 Euro. Machen wir noch eine Beispielrechnung, mal mit 75 Stück. So, dann bleibt immer noch der Preis von 2 Euro pro Stift. Wir haben 75 Stück davon und 4 Euro immer noch als Fixkosten. Also kommt jetzt hier 2 mal 75 sind 150 plus die 4 sind 154 Euro an Kosten. So, wenn wir das so schreiben, dann ist ja klar, wir haben eben gesagt, dass hier das Y immer unsere Kosten entsprechend genannt wird. Das heißt, das hier ist immer ein bestimmtes Y. Und zwar ist das eine das Y für 2 Stück, das nächste ist das Y für 25 Stück und das letzte ist das Y für 75 Stück. Das kann man durchaus so mal schreiben, dass man quasi das, was man eingesetzt hat, in Klammern dahinter schreibt. So, und jetzt ist natürlich die Frage, gibt es hier eine Möglichkeit, quasi das als Gleichung zu machen. Und wir haben eben schon mal gesagt, was ist denn alles gleich geblieben? Also, in allen Gleichungen gibt es hier die 2 Euro hier am Anfang. In allen Gleichungen gibt es die 4 Euro hier. Und überall wurde quasi dieser Teil hier geändert. So, und wir haben eben hier oben einmal gesagt, wenn man mal hier hinguckt, dass immer das, was wir ändern, bezeichnen wir mit x. Das heißt, ganz einfach, an die Stelle, wo jetzt hier immer die unterschiedlichen Zahlen standen, schreiben wir jetzt mal das x. Davor kommt genau das, was wir immer hatten, nämlich die 2 Euro. Später werden wir die Maßeinheiten weglassen und auch die 4 Euro hier. Und das Ganze ergibt dann y. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Gleichung, in der drin steht 2 Euro mal die Anzahl, denn ich hatte vorher gesagt, das ist die Anzahl, das x, plus die 4 Euro ergibt mein y, und zwar das y in Abhängigkeit von dem x hier. Das heißt, egal was ich jetzt da einsetze, bekomme ich hinten ein anderes y raus. Und deswegen nennt man das eine Funktion, denn ich kann jetzt jedem x hier, egal was ich da einsetze, kommt hier hinten ein y raus. Also angenommen, ich setze hier 10 ein, habe ich 2 mal 10 sind 20 plus 4 sind 24, kommt also eine 24 raus. Setze ich hier eine 1000 ein, sind 2 mal 1000 sind 2000 plus 4 wären 2004 Euro. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich habe eine Rechenvorschrift hier gefunden. Das Einzige, was wir oft dann anders machen, ist, dass wir das andersrum schreiben. Wir schreiben also dann y gleich 2x, ich lasse mal die Maßeinheiten schon mal weg, plus 4. Und das wäre jetzt die Lösung für diese Aufgabe. Ja, Max wollte ja wissen, eine einfache Gleichung, mit der man die Kosten hier ausrechnen kann. Und das ist diese hier.